Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier bei Mist Survival. Wir haben Nebel draußen, ne? Unser Inventar ist voll, wir haben Nebel draußen. Und ich hatte so den Gedanken, wir werden uns hier auf dem Stuhl erstmal ausruhen, ne? Das Inventar ist ja voll. Was ich allerdings mal versuchen könnte, das müsste doch gehen. Auf jeden Fall, ne? Linke Hand, Schild. Können wir da zwei Schilde reinlegen? Also ich dachte gerade, da ist ein Infizierter draußen, ne? So, das versuchen wir gleich mal. Weil wir das ja einfach hier können. Gerade. Okay, wir können beide Schilde da reinlegen. Gut, wir können uns eins von den beiden auswählen, ne? Das ist auch nicht schlecht, aber dann sind die Inventarplätze wenigstens frei und wir können die Schilder aber trotzdem schon mal mitnehmen, ne? Gut. Ja, hier draußen knurren sie rum, ne? Oh Mann. Der Virus ist echt schlimm. Wir ruhen uns erstmal ein bisschen aus auf jeden Fall, ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Können nichts sammeln, nichts. Ja, komm, eine Stunde. Und dann gucken wir mal, ob sich der Nebel langsam auflöst oder ob er sich vielleicht auch schon aufgelöst hat, wollte ich sagen, aber das hat wohl nicht den Anschein. Eigentlich geht er mal zwei Stunden, ne? Und der ist ja auch schon ein bisschen gelaufen vorher. Wir haben ja schon damit aufgehört. Aber gut, müsste dann eigentlich gleich im nächsten Moment irgendwann passieren. So, und wir haben doch auch einen Speer schon gehabt, ne? Genau. Den werde ich mal gegen die Axt eintauschen. Und hier werde ich den Speer und die Machete tauschen. Meine, die Machete habe ich im Kampf mit den Zombies auch noch nicht ausprobiert, ne? Mit den Infizierten. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Aber ich denke einfach mit dem Speer, das könnte sich besser machen, ne? Hey, was ist denn mit dir? Kann man gleich mal ausprobieren, ne? Ja, geht nicht. Doch, geht sogar. Schön in Pop rein. Ja, wir haben trotzdem keinen Platz im Inventar, ne? Eine Kartoffel hat der. Aber wir können ein Stück Fleisch essen. Das ist natürlich blöd, was ich jetzt mache hier, ne? Kann ruckzuck einer ankommen. Bin mutig. Gut, die Kartoffel werden wir aber mit Sicherheit nicht so essen. Ich will nicht wieder eine Lebensmittelvergiftung haben. Dann kriegen wir ja die Balken auch wieder nicht voll. Beziehungsweise zumindest den Lebensmittelbalken, also Nahrungsmittelbalken, wie auch immer. Ja, aber der Speer, der scheint Sinn zu machen, ja? Scheint nicht schlecht zu sein, das Ding. Da hinten, seht ihr das? Da hinten läuft einer. Ist wahrscheinlich auf dem Video sehr schwer zu sehen. Ich muss ja schon genau hingucken, jetzt ist er auch weg. Aber die laufen noch draußen rum, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ruhen wir uns hier noch ein bisschen aus. Eine halbe Stunde, komm. Ah, jetzt. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo welche liegen. Aber erstmal sollten wir das Inventar auspacken, ne? Erstmal sollten wir das Inventar auspacken, ansonsten können wir ja nichts mehr mitnehmen. So, die Axt weg. Salz kann weg. Der
Der Mantel hier kann weg. Der Regenmantel. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Das können wir uns mitnehmen. Die Schere brauchen wir auch nicht. Das Leder auch nicht. Und hier Metallschrott kann auch weg. Das Papier auch. Ja, und aus der Kartoffel können wir uns eh nicht ziehen, ne? Aber die heben wir uns auf. Lieber erstmal und machen die auch erstmal hier weg. Und einen Kanister würde ich auch mal hier lassen. Ja, sollte funktionieren. So, und dann können wir auch was trinken, ne? Sollten wir sogar machen. Gut, und den können wir ja vorne reinräumen. Die Flasche ist jetzt leer. Na ja, komm, und die lassen wir auch hier eigentlich. Dürfte da nichts passieren. Na, wo sind denn die jetzt? Wo habe ich denn die jetzt hingepackt? Wo sind denn die Spitzen jetzt? Sind die rausgefallen? Oder sind die hier irgendwo reingebackt? Ich baue mal ein Stück zurück. Viel Zeit muss sein. Die liegen aber auch nirgends hier, ne? Oder habe ich die noch im Inventar? Nee. Alter, wo sind denn meine Pfeilspitzen? Das ist ja doof. Sind die jetzt weg? Ach, das ist das, was mir hier angezeigt wird. Gesor, was ist das? Ah, okay, die Schere. Das ist das Teil und das ist das Messer. Aber die Arrowheads, die werden mir auch gar nicht angezeigt, ne? Ist das doof. Naja, gut. Müssen wir damit leben. Ist auch eine Erfahrung mehr. So sowas vielleicht nicht wegschmeißen oder auslagern dürfen. Müsste aber eigentlich auch funktionieren, ne? Mann, das ärgert mich, ne? Das ärgert mich. So, den Endkanister, den wollte ich ja vorne reinmachen. Das ist echt
die hier drinne kannst du nie reingucken, ne? Nicht so richtig. Nicht so richtig. Aber ich glaube, die würdest du sehen. Ja, vielleicht finden sie sich noch irgendwie an, ne? Warte mal, ich fahr mal. Das Auto ein Stück beiseite. Und dann gucken wir hier nochmal. Das kann ja wohl nicht angehen, dass die guten Teile jetzt weg sind hier. Ja, aber so richtig aus dem Weg bin ich auch nie gefahren, ne? Ach Mensch. Das ist doof. Na egal jetzt. Müssen wir uns abfinden erstmal damit. Die müssen doch irgendwo durchgefallen sein. Ich dachte gerade, hier ist ein Rucksack oder so, aber das können wir gar nicht nehmen. So, hier drinnen. Holen wir deswegen erstmal raus, was hier drinnen ist. Würde ich sagen, ehe wir dann ins nächste Gebäude gehen. Was war denn das gerade? War das eine Maus oder irgendwas? Oder eine Ratte? Hat sich so ein bisschen wie ein Meerschweinchen angehört, ne? Ah, hier ist ja noch Wasser, okay. Das muss nur sauber sein. Dann könnten wir das auch trinken. So, und hier waren noch Blätter drin, ne? Nee, sogar noch andere Sachen. Unter anderem auch der Colt. Und Muni. Hier war ein Blatt. Ja. Das mit den Pfeilspitzen ärgert mich gerade ganz schön, ne? Das könnt ihr euch mit Sicherheit vorstellen. Naja gut, das ist eine Erfahrung, dass man so eine Teile nicht mehr irgendwie einfach so ablegt. Was ist denn das hier, Alter? Was bedeutet das? Diese Zeichen hier. Ist das der Typ oder was? Aber hier draußen ist doch auch noch irgendwas. Ach, das ist bestimmt der Speer, hä? Nee. Was ist denn, wenn ich den versetze? Dann werden mir die Bildzeichen immer noch angezeigt. Irgendwas muss doch hier draußen sein, oder nicht? Nee, jetzt sind sie weg. Jetzt scheinen sie weg zu sein, ne? Ja, vielleicht war das der Speer oder so. Ich weiß es nicht, ne? Weiß ich leider nicht. Was ist denn das? Ist das auch wieder ein Ast oder wie? Ich könnte die jetzt am liebsten ewig suchen hier, ne? Aber das bringt ja nichts. Bringt ja wenig Punkte. Verschwenden wir nur Zeit mit, ne? Das muss ja nicht unbedingt sein. Was ist denn das hier? Gut, das scheint sauberes Wasser zu sein, ha? Warte mal, das ist
Das ist meine Revolver-Ammo. Genau. Die können wir also ablegen. Ja, 16 mehr geht nicht. Gut, dann legen wir die auch ab. Gold lassen wir auch hier. Kisten, die Kartons, meine ich, ne? Ah! Jetzt regnet es, ich habe mich gerade erschrocken. Aber jetzt ist doch gerade hier. Ah, okay. Die sind zur Seite rausgefallen. Die müssen doch noch irgendwo hier liegen, die Teile, ne? Ja gut, da kümmere ich mich vielleicht mal zwischen den Folgen drum, aber wir sollten die Zeit jetzt nutzen, um lieber noch ein bisschen was einzupacken, ne? So, den lagern wir hier ein. Können wir gleich den Tank damit weiterfüllen. Mann, ich will die Pfeilspitzen haben. Haben wir hier irgendwas drin? Scheinbar nicht. Sicherungskasten. Die Bretter nehmen wir mit. Nee, da können wir nicht hoch. Feuerholz. Scrap. Oder Wood Scrap. So, hier haben wir auch noch Komponenten. Bringt jemand ganz schön gesoffen, ne? Sieht doch aus wie Bierflaschen. So, dann haben wir, glaube ich, hier. Ey, den können wir ja auch mitnehmen. Das ist ja cool. Das dürfen wir doch nicht vergessen, ne? Nee, Quatsch. Wir nehmen den erstmal mit rein. Mit M. Ja. Ja, beziehungsweise stellen den hier hin, dann vergessen wir nicht, ne? So, hier haben wir alles rausgeholt, oder? Scheinbar alles rausgeholt erstmal. Dann können wir ja ins nächste Haus gehen. Den Speer nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal da hoch. Irgendwo müssen wir ja als erstes hin. Da drüben ist natürlich auch noch was, ne? Das ist ja nochmal so ein Teil hier, hä? Hier sind Autos. Da hinten ist auch noch was. Das ist ja mal richtig nice hier, dass wir das gefunden haben, ne? Da brauchen wir die alte Fabrik erstmal gar nicht. Können wir auch mitnehmen. Das packen wir uns dann alles ein. Den hier auch. Hier ist auch noch ein Rad. Alter Schwede. Warte mal, können wir irgendwo rein? Nee, ne? Das ist nur ein Balkon. Den Tisch können wir nicht mitnehmen. Telefonzelle.
Baseballschläger. Aber die können wir scheinbar doch jetzt hier irgendwie. Komische Hitbox. Naja, gut, passt schon wieder nicht. Stoff auch nicht. Würde ich sagen, gucken wir auf jeden Fall nochmal hier rein. Alter, hier ist nochmal so ein Teil, ne? Wie nice, das ist die Tankstelle hier. Und hier ist der nächste Kanister, ne? Und ich höre Wölfe. Ah, hier, die Teile brauchen wir, Leute. Die Teile brauchen wir. Damit wir die diebstahlsicheren Spinde bauen können. Gut, Handschuhe brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Erstmal. Hier ist auch noch ein Rad. Boah, wie nice, Leute, ne? Wie nice ist das denn? Schade, dass wir die Gitarre nicht nehmen können, ne? Damit wir vielleicht ein bisschen spielen könnten. Ich gucke mal. Ja gut, das Fleisch wird nicht besser, ne? Wir essen das Stück mal hier. Und dann nehmen wir uns das zu trinken. Warum habe ich jetzt auf einmal... Was ist denn jetzt passiert? Warum ist das Zeug weg? Da war doch ein Brett drinne. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Das ist ja doof. Hier war eindeutig ein Brett, ne? Und hier habe ich das Fleisch rausgenommen. Aber hier war auch noch irgendwas. Bin ich blöd? Was? Hä? Irgendwas läuft doch hier gerade schief. Take Logs. Ach so. Was? Logs. Was sind denn das? Kästen. Store Logs. Ah, okay. Hier können wir Flaschen reinstellen. Nice. Nice, nice, nice. Aber es bricht mich irgendwie gerade an, dass die Sachen aus dem Inventar verschwunden sind einfach, ne? Alter, was du hier alles findest, ist ja richtig, das ist ja richtig mega cool. Aluhol passt jetzt auch nicht rein, ne? Doch, warte mal, passt noch was? Ja, nehmen wir mit. Batterien, die brauchen wir auf jeden Fall auch. Gut, aber wir sollten vielleicht erstmal noch was ins Auto schaffen und dann gehen wir hier gleich nochmal rein. Und dann, wir fahren den mit dem Auto auch gleich hierher, würde ich sagen. Den Kanister, komm, den nehmen wir auch. Ne, können wir ja nicht. Kennen wir ja nicht. Aber das... Das wäre vielleicht auch ganz cool hier zum Wohnen, hä? Irgendwas habe ich hier gerade rascheln, ja. Hier wohnlich einrichten wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Obwohl... Ja, es ist ein ganz schön auseinandergezogenes Gebiet. Würde ich mal sagen wollen. Ah.
Alter, wo ist denn der Speer jetzt hingeflogen? Runtergefallen, oder? Verdammt ist mein Speer! Liegt der hier irgendwo? Ich werde verrückt. Hier ist er. Hier ist auch noch was rausgefallen, das Essen. Können wir gleich noch mal gucken, ob wir eventuell die... die Pfeilköpfe finden. Aber uns wird ja auch hier nichts angezeigt. Weil das andere wird doch alles angezeigt, ne? Wenn du näher kommst zumindest. Vielleicht verstecken die sich doch noch irgendwo auf dem Auto, aber ich denke, dass wir sie dann irgendwie gesehen hätten, gerade wo ich gesucht habe. Ach Mann! Naja, gut. Ist halt jetzt so. Muss man sich dann auch damit abfinden. Ja. Dann packen wir das gleich noch weg. Hoffentlich fällt nicht wieder irgendwas runter. Ja, wenn es hinten runterfällt, ist es ja nicht so schlimm, ne? Da sehen wir es ja dann. Der Speer ist garantiert wieder runtergefallen, ne? Wo ist denn der Speer? Mein Gott, das ist aber auch ein Jammer. Da liegt da, glaube ich, ne? Ne, das ist ein Stock. Blaubeeren, aber kein Speer, ne? Muss er ja doch auf dem Auto liegen. Das Blatt scheint auch runtergefallen zu sein. Da scheint der Speer doch auf dem Auto sein zu müssen, ne? Oh Mann, na das ist ja eine Folge. Aber das gehört eben auch dazu, ne? Warte mal, liegt er hier irgendwo? Garantiert
Irgendwo auf der Ladefläche, muss ja. Irgendwo hier muss der da sein, oder? Ja, wenn man Licht hätte, ne? Geht die Taschenlampe noch? Nee. Gut, dann müssen wir am Tage noch mal gucken, ne? Aber hier liegt doch nichts. Den hätte ich doch hier irgendwo sehen müssen. Ich habe doch hier ziemlich weit unten gestanden. Jetzt oft zu regnen. Wie spät haben wir das überhaupt? 17:26. Naja, viel heller wird es nicht mehr werden. Aber besser als gerade. Hier Zigarette können wir nehmen und den Aschenbecher auch, hä? So, dann können wir jetzt hier nochmal gucken, ob wir den Speer wenigstens eventuell. Aber wenn der hier nicht liegt, muss er ja auf der Ladefläche sein, oder nicht? Das geht ja gar nicht anders. Hier waren wir doch gar nicht. Wir waren ja hier. Ja, wir gucken noch mal, ob wir ihn jetzt auf der Ladefläche eventuell sehen. Aber das lässt mir schon wieder keine Ruhe, ne? Das ist natürlich Kacke. Den würdest du doch aber hier sehen. Oder nicht? Ist das doof. Warum sehe ich den denn dann nirgends? Naja. Mann. Das ist doch schade. Das ist doch echt schade, Mann. Das ist das Leder, was hier liegt, ne? Genau. Oder habe ich den noch im Inventar? Nee, ne? Nee. Leider nicht.
Leider nicht. Warum habe ich Food Poison? Das nervt mich sowas. Ja, schade. Der scheint weg zu sein. Gut. Hätte ich gerne anders gehabt, ne? Aber ist halt nun mal so, wie es ist. Ist ja auch ein bisschen mein Fehler gewesen, aber man muss ja die Erfahrung erstmal machen, ne? Dann muss man sich eben so ein Speer im Inventar behalten. Genauso wie die Pfeilköpfe. Die Pfeilspitzen. Und auf E solltest du auch nicht drücken, wenn du fahren willst. Halt die Klappe. Jetzt hole ich einen Colt raus. Beziehungsweise einen Revolver. Continue. So. Licht aus, aussteigen und dann würde ich sagen, Leute, da ich jetzt schon wieder die Sache ganz schön mit der Zeit aus dem Auge verloren habe, werden wir hier in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch vielleicht auch ein bisschen amüsiert, wie ich mein Zeug versaubeutelt habe hier gerade. Aber gut, wie gesagt, Erfahrungswerte sind schon gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und zeigt es mir damit, ne? Kommentiert gerne mit Anregungen, Ideen, Tipps und Tricks, whatever. Alles Mögliche ist gern gesehen. Lass ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst. Und wenn du zusätzlich noch das Glöckchen aktivierst, wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, sobald ich es online stelle, benachrichtigt. Und alles völlig kostenlos, nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund. Lasst euch nicht infizieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Jens.